passt, aber es hat gepasst bis jetzt. Aber nicht wegen, oh, ist das laut. Entschuldigung. Aber nicht wegen mir. Nein. Wir haben auch ich bin ganz früh in Berlin losgefahren. Es war der Zug. Nein, ja, nach Baden-Baden. Und dann nach Baden-Baden. Ja. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen früher Schluss machen. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt viel Zeit. Und da sind wir jetzt gespannt, was Kim Engels vom Frauenmuseum Wiesbaden und vor allen Dingen uns zu erzählen hat. Wir werden das unabgesprochen super hinkriegen. Zumal ich total ruhig gestellt bin. Vielen Dank, ich hatte noch nie so einen innovativen Techniker wie diesen. Weil mein Doktorvater, der sagte immer, wenn ich Karriere machen will, soll ich meine Hände in den Hosentaschen haben und immer sehr ruhig und gerade aussprechen. Ich kann Ihnen garantieren, es ist heute das erste Mal, dass ich das tun werde, weil ich nämlich meinen Hals kaum bewegen kann. Ja, manche Dinge erfüllen sich noch. Nehmen Sie es nicht ernst, wenn ich es da nicht... Ja, nein, das war ein Lob, das war ein Kompliment. Ich glaube, ich muss Sie nicht mehr vorstellen, oder Jutta Almendinger? Ich habe in Ihrem mehr als beeindruckenden Lebenslauf die ersten 15, 16 Dinge rausgesucht, die Sie tun seit 2017. So ist sie beispielsweise Professorin für Bildungssoziologie. Sie ist Mitglied im G7 Gender Equality Advisory Council. Ich könnte noch ganz lange über Sie reden, mache ich nicht. Danke. Mir. Cool. Wir haben heute eigentlich ein Thema, zu dem sie unter anderem auch ein Buch verfasst hat. Es geht nur gemeinsam. Sie war diejenige, die die These Retraditionalisierung der Frau in einer Talkshow ausgesprochen hat. Und was ich wirklich ganz bemerkenswert fand, dass Sie sagten, Sie haben mit der Frage von Anne Will, hat die Krise die Frauen zurückgeworfen, eigentlich gar nicht mehr gerechnet? Sie haben spontan geantwortet. Haben Sie auch diese These spontan entwickelt? Naja, also jetzt muss man mal die Vorgeschichte dahingehend zusammenfassen, dass es eigentlich über Verbrennungsmotoren und Abwrackprämien gehen sollte und wie Konjunkturprogramme aussehen könnten für diese Abwrackprämien. Und ich war da gut vorbereitet. Ich wusste alles über tote Erden und wie viel die neuen Autos verbrauchen und so weiter und so fort. Und wurde ja da eigentlich gar nicht angesprochen. Bestimmt eine Stunde lang, also gefühlt eine Stunde lang. Mhm. Und schaute immer Herrn Söder da im Ding und alle, die da eingeblendet waren. Bis ich dann dachte, ich müsste jetzt auch mal die Frage nach Frauen aufwerfen und das durch heftige Blickkontakte mit Anne Will zum Ausdruck brach. Natürlich war es nicht ad hoc, weil die Retraditionalisierung von Frauen ja im Prinzip mit der politischen Reaktion, nicht durch die Pandemie, das ist mir ganz wichtig. Ja, wir müssen hier unterscheiden, was ist direkt pandemiebedingt, also ein Virus kommt, der greift unsere Körper an, es gibt medizinische Reaktionen, diese medizinischen Reaktionen laufen in der Heftigkeit entlang von Altersgradienten ab und so etwas. Aber was uns ja wirklich beschäftigt, sind politische und damit steuerbare und damit auch für zukünftige Pandemien veränderbare Reaktionen. Mhm. Und das ist das, was mich jetzt über die letzten ja fast 2 Jahre ziemlich beschäftigt hat. Warum wir in Deutschland so reagieren, dass es insbesondere Mütter trifft, insbesondere Mütter junger Kinder, insbesondere Alleinerziehende und umgekehrt natürlich auch insbesondere unsere Kinder. Mhm. Mhm. Und dann kam es zu einem Buch, das Sie selbst Streitschrift nennen. Sie haben in Ihrem Buch, beschreiben Sie, ich habe ganz spontan zugesagt, als es mir angetragen wurde und war dann doch recht perplex, als die Reaktionen eingingen, irgendwie blieb der Gegenwind aus. Nein, er blieb nicht aus, aber er wurde von mir positiv uminterpretiert. Das ist wunderbar. Mhm. Also das kann ich jetzt wahrlich nicht sagen, weil ich ja... Also wirklich heftige Monate hatte, insbesondere im letzten Sommer. Das lag jetzt nicht nur an den sozialen Medien, sondern es lag auch und insbesondere daran, dass mir alle Väter attestierten, dass sie ihre Hauptzeit auf Kinderspielplätzen verbringen und so viel wie noch nie machten und es auch anhaltend wäre und das ein wunderbares Erlebnis sei. Und ich dachte, das kann man ja in der Tat
positiv deuten dahingehend, dass wir nicht mehr den Kampf zu führen haben, inwieweit man die unbezahlte Arbeit gleichmäßig aufteilt, sondern nur noch anschaut, ob die Männer denn wirklich das machen, was sie mir dann immer schreiben und auch was sie dann in FAZ und Süddeutsche und in allen deutschen Medien geschrieben haben. Ja, was aber leider, ich habe Ihr Buch aufmerksam gelesen, ja so gar nicht der Fall ist. Das Private ist politisch ist ein sehr alter Spruch der Frauenbewegung und Sie haben einen sehr privaten Aufbau auch für Ihr Buch gewählt. Wir folgen eigentlich der Lebensgeschichte Ihrer Großmutter über die Ihrer Mutter, Ihre eigene, die Situation Ihres Sohnes bis hin zur ungeborenen Enkelin Marie. Ja, die ist immer noch ungeboren. Wie wichtig ist aber genau diese private Dimension? Nun, als ich angefangen habe, das Buch zu konzipieren, welches wirklich in der Tat vollständig ungeplant war, weil ich eigentlich aufgrund meines Aufenthalts vor 2,5 Jahren in Los Angeles am Thomas-Mann-Haus mich Obdachlosigkeit beschäftigt habe und mit der Frage, warum auch in Deutschland zunehmend mehr Personen, die in Erwerbstätigkeit sind, trotzdem kein Dach über dem Kopf haben. Also man sagt ja immer, Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit hat damit was zu tun, dass Menschen nicht arbeiten wollen oder nicht arbeiten können. In Amerika habe ich festgestellt, das ist total falsch. Selbst Lehrer, Lehrerinnen hatten eigentlich in den ersten 2 Jahren gar nicht genug Geld, um in dieser Gegend, um Los Angeles, wo das Thomas-Mann-Haus stand, leben zu können. Und da war ich wirklich voll fokussiert und mittendrin, habe auch die Berliner Obdachlosenzählung noch mit konzipiert und mitgemacht, als dann diese Krise eintrat und dieses Frauenthema zu Recht hochpoppte. Und ich habe hier da auch durchaus meinen Anteil, das ist richtig. Warum ich das dann geschrieben habe, war aus dem Grund, dass mich erstens die Heftigkeit der Angriffe gegenüber meiner Person, aber zweitens die Überraschung, die damit irgendwie impliziert war, gestört hat. Und insbesondere die Überraschung, weil ich es nicht überraschend fand, weil ich der Meinung bin und immer noch der Meinung bin und wieder der Meinung im Übrigen bin, dass wir viel zu wenige Hausaufgaben erledigt haben über die letzten Jahrzehnte hinsichtlich der Gleichstellung von Männern und Frauen. Und von daher, wenn ich dieses Argument bringe, dass wir jahrzehntelang Zeit gehabt hätten, uns besser aufzustellen für die Gleichstellung, aber auch für die Gleichstellung unserer Kinder, je nachdem, aus welchen Verhältnissen sie kommen, hat es sich angeboten, einfach mit meiner Großmutter anzufangen und mit den Lehren, die ich insbesondere durch nicht gerade sehr erfreulichen Lebensumstände meiner Mutter für mich selbst gezogen habe und im Übrigen auch meine Geschwister. Ja, also die Großmutter hatte ein Leben lang einen Laden, war dort am Arbeiten. Bei der Mutter ist es so, ihr Vater ist gestorben, als die Mutter 45 war. Und das war eine sehr große Zäsur im Prinzip auch für Sie direkt und unmittelbar. Naja, wenn man als Kind aufwächst und sich umschaut und denkt, naja, wenn dem Großvater was passiert, dann ist es natürlich ganz dramatisch und schrecklich für die eigene Oma. Aber eigentlich hat sie keine finanziellen Probleme, sie steht auf eigenen Beinen, sie kann das weiterführen und ist unabhängig. Was dann bei meiner Mutter der Fall war, dass so richtig sie diese deutschen Normen durchgeschlagen hat, dass ein Mann erst dann ein richtiger Mann ist, wenn er seine Familie alleine versorgen kann. Das war dann diese Generation. Meine Mutter hat tatsächlich, die ist 1000-mal klüger gewesen als mein Vater, 100 pro, auch wenn mein Vater ein anderes Auftreten als meine Mutter hatte. Hat sie aufgehört, hat mit ihm aufgehört zu arbeiten. Sie hatte Abitur und hat studiert, alles sozusagen trotz Krieg und Kinderverschickung und allem Möglichen. Und hat diese 3 Kinder großgezogen. Und als mein Vater dann starb, stand sie wirklich da. Und zwar ohne Anknüpfmöglichkeiten an ihre Berufsausbildung, musste nochmal ein Studium von neu anfangen, wurde mega diskriminiert, weil sie die einzig Ältere war in ihrer dann Kohorte der Studierenden und hatte es schwer und war auch wirklich verdammt schlecht abgesichert aufgrund des selbstständigen Daseins meines Vaters, der für alles irgendwie Geld ausgab, auch mit Sicherheit nicht für eine Pension, weil er auch keine Sekunde damit gerechnet hat, dass er mit einem Herzinfarkt von heute auf morgen einfach stirbt. Damit hat ja niemand gerechnet.
Mhm. Das war ein Problem und das hat mir doch gelehrt, dass ich solchen Reizen mich nicht aussetze und dass ich bei meinen eigenen Kindern sage, nein, ich denke lieber voraus, was passiert in 10, 20 Jahren, wo will ich sein und was tue ich jetzt, um in 10, 20 Jahren dann auch dort zu sein, wo ich sein möchte. Das ist etwas, was ich allen jungen Frauen immer und immer wieder empfehle, auch heute. Mhm. Mhm. Sie haben Ihren Sohn relativ spät bekommen. Sie haben dennoch oder vielleicht trotzdem hadern müssen eigentlich mit der Situation. Sie haben immer wieder auch mit diesem klassischen Frauen- und Rollenbild sich auseinandersetzen müssen, das Müttern sozusagen automatisch mitgegeben wird. Ja, also hadern, das würde ich jetzt nicht so ausdrücken. Gehadert habe ich nicht mit der Situation. Ich war nur bass erstaunt und das lag daran, dass ich anhand meines eigenen Lebensverlaufs einfach mal einen sozusagen Ortswechsel vorgenommen habe und von Deutschland nach Amerika gegangen bin, da sehr lange war und das erste Mal sozusagen anhand meines eigenen Lebens festgestellt habe, was unterschiedliche Wohlfahrtsstaaten oder sozialstaatliche Regimes für Auswirkungen haben. Wenn Sie in Amerika sind, haben Sie kaum Mutterschutz und Sie haben schon erst recht keine Elternzeiten. Das heißt, ich hatte Professorinnen in Harvard, die mit ihren Säuglingen kamen, die dafür gesorgt haben, dass wir keine Studienzeiten verloren haben als Studierende. Und das ging auch alles in der Tat wunderbar. Und von daher dachte ich, na, also meine ganze Schwangerschaft war mehr als einfach. Dem Kind, das war ein Wonnebrocken. Meine Mutter sagte, sie kommt da jetzt mit nach München und passt auch so auf ihn auf, weil wir in Bremen damals wohnten. Und ich war wirklich irgendwie der Meinung, dass ich unterrichtete damals Statistik und Methoden, das war im Audimax, es sind ja tausenden Leute, die da reinpassen, dass sie irgendwie glücklich sind, dass sie jetzt kein Semester verlieren, weil ich einfach weiter unterrichtet habe nach den Winterferien. Und was da kam, war eigentlich mehr von jungen Frauen als von jungen Männern. Mhm. Tatsächlich dieses, wie können Sie denn das doch machen? Also es war so richtig, es war wahrscheinlich auch Bayern und dieses Rabenmutter. Und das ist so nicht in Ordnung, wie Sie das machen. Und ich musste mich da tatsächlich verteidigen und das fand ich ganz überflüssig. Also das hat mich auch überraschend, muss ich getroffen, weil ich ja in Deutschland nie Frauen als Professorinnen hatte und ganz bestimmt nie eine Professorin, die gerade ein Kind bekommen hatte. Also ich konnte das gar nicht mit deutschen Verhältnissen vorher vergleichen und von daher waren alle möglichen Dinge für mich überraschend. Es gibt einen ganz berühmten Soziologen, der heißt Ulrich Beck, das war mein direkter Nebenmann in München, der mir über meinen 7-Monats-Bauch gestreichelt hat und sagte, dass ich zu viel im Urlaub gegessen habe. Ich meine, das waren 94 die Rahmenbedingungen. Und ich sagte, nee, also Ulrich, ich bin schwanger. Also das war damals so. Und jetzt könnte man sagen, naja, das ist jetzt die Geschichte einer Mutter von der mittlerweile 27-Jährigen. Aber wenn wir im Moment im Wissenschaftszentrum Experimente machen, und da machen wir viele davon, und beispielsweise Bewerbungsschreiben schicken an viele Betriebe, nicht nur in Berlin, sondern weit über Berlin hinaus, und zwei Dinge ändern, nämlich einmal den Vornamen der Person, einmal ist es eine Frau und einmal ist es ein Mann, und zum Zweiten die Dauer der Unterbrechung. Einmal sind es 2 Monate, das zweite Mal sind es 12 Monate. Und dann warten, wer eingeladen wird zu einem Vorstellungsgespräch. Dann sind es eher die Mütter, die 12 Monate unterbrochen haben, als die Mütter, die 2 Monate unterbrochen haben. Das ist genauso von der Stereotypisierung her, wie das damals bei mir war. Und wenn wir dann fragen, ja wieso laden Sie denn jetzt eher diese Person ein? Uns wird auch immer gesagt, man verliert so viel an Anschluss, an Qualifikation, wenn man so lange unterbricht. Und wir wissen das ja auch aus unseren empirischen Daten, dass das der Fall ist.
weil man weniger schnell befördert wird, weil man weniger im Risiko steht, dann mittlere und dann auch höhere Führungspositionen zu bekommen, weil man danach eher in Teilzeit geht und so weiter und so fort, dann kommt immer noch das Argument, naja, diese Frauen, die nach 2 Monaten wieder zurückkehren, die sind vielleicht ein bisschen überambitioniert, übermotiviert, haben vielleicht zu viel Ellenbogen, ob die in das Team passen. Mhm. Also keine Ahnung. Und das geht dann bis in Richtung Kiebigkeit. Also wir haben das immer noch. Und dann ist ja die Frage, warum haben wir das noch? Und das führt uns dann natürlich zu der Antwort einer sehr unentschiedenen deutschen Familien und insbesondere Gleichstellungspolitik. Ja, und in der öffentlichen Meinung steht ja im Prinzip der Satz im Raum, Frauen wollen Teilzeit arbeiten. Sie wollen ja gar nicht in Führungspositionen. Sie wollen ja eigentlich nicht voll erwerbstätig sein. Ja, das stimmt. Also ich finde das zynisch, das sage ich aber schon seit Jahrzehnten. Weil um einen freien Willen zu haben und um dieses Wort, was man möchte, überhaupt ernst nehmen zu können, brauchen wir ja erstmal Alternativen. Also wir bräuchten hier tatsächlich echte Wahlchancen. Mhm. Und die haben wir nicht. Zumindest haben wir sie dann nicht, wenn wir, sagen wir mal, normale Bürgerinnen und Bürger sind mit dem mittleren Einkommen. Mit dem niedrigen Einkommen geht es allemal nicht. Und nach wie vor ja nicht die Kinderbetreuung haben, die wir bräuchten für Kinder unter 3 Jahren. Wir haben nach wie vor nicht verlässliche Ganztagsschulen, wo wir unsere Kinder gerne hingeben, weil wir wissen, sie werden da auch mit Sport, mit Musik und so weiter, mit Gemeinschaft, mit Demokratie, mit entsprechenden auch Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten begleitet. Insofern finde ich es nicht in Ordnung, wenn man das dann... Man sagt so schön, blame the victim. Also diejenigen, die eigentlich Opfer davon sind, dann auch noch entsprechend bestraft, indem man sagt, ja, die wollen es. Die wollen es gar nicht, ja. Insofern, ja. Mhm. Da müsste sich viel tun noch. Ja, ich würde auch gerne so eine Wieso-Anfrage anschließen, weil woran liegt es eigentlich, dass sich bei Männern und ihrem Verhältnis zur Erwerbsarbeit über die Jahre so wenig getan hat, während Frauen ihr Leben eigentlich massiv umgekrempelt haben in den letzten Jahrzehnten und dennoch benachteiligt werden? Also das war ja der nächste Grund, warum ich dieses Buch über die langen Linien angelegt habe, weil ich mir, das war gar nicht so einfach, wie man denkt, diese Statistiken zusammenzukriegen ab dem Jahr 1900 und dann sehen kann, dass Männer eigentlich ununterbrochen dieselben Lebensverläufe führen. Mhm. Also nach der Ausbildung in den Arbeitsmarkt reingehen, ununterbrochen vollzeiterwerbstätig arbeiten, gebrochen nur je nachdem, wie anstrengend die Berufe sind, ob sie in Frühverrentung müssen oder nicht müssen. Und natürlich gebrochen ein bisschen durch das Bildungsniveau, weil die Bildungsexpansion natürlich dazu führte, dass man im Schnitt ein bisschen später in den Arbeitsmarkt reinkommt. Aber ansonsten ist das alles sehr ähnlich, ob Sie jetzt Lebensverläufe von heute geborenen oder heute im Arbeitsleben stehenden Männern zu 1900 geborenen Männern anschauen. Während bei Frauen ist ja bis jetzt auf Kriegszeiten und so weiter und so fort tatsächlich eine permanente Veränderung gab ihrer Lebensverläufe hin zu den Lebensverläufen von Männern. Also eine einseitige Anpassung. Diese einseitige Anpassung führte dazu, dass man vom Gesetzgeber her dachte, auch nachlegen zu können. Also man hat die Witwenrenten beispielsweise gekürzt oder man hat das Unterhaltsrecht verändert dahingehend, dass man 3 Jahre nach der Scheidung oder nach dem Verlust eines Ehepartners auf eigenen Beinen zu stehen hat. Das war eine Reaktion darauf. Gleichermaßen haben wir, und das meinte ich vorhin mit so einer unentschiedenen Familienpolitik, immer noch dicke Heuhaufen in einer anderen Richtung. Nehmen Sie das Ehegattensplitting, die geringfügige Beschäftigung, die hauptsächlich Frauenbeschäftigung ist. Nehmen Sie die kostenlose Mitversicherung. Nehmen Sie die mangelnde Infrastruktur für Kinder, die ich dargestellt habe. Und das sind Anreize, die eigentlich sich kein anderes Land so leistet, die in völlig unterschiedliche Richtungen gehen und die eigentlich dann die Last der Entscheidung immer auf Frauen abwälzen. Mhm. Sie sagen an einer Stelle in Ihrem Buch auch,
Wenn Sie die Gesamtsituation anschauen, ist der Heiratsmarkt für Frauen nach wie vor eine echte Alternative zum Arbeitsmarkt? Nein, ich sagte, und das konnte ich vor drei Jahren tatsächlich mit fester Stimme sagen, dass der Heiratsmarkt sich mehr lohnt als der Arbeitsmarkt. Und diese Rechnung ist ganz einfach. Also wenn Sie sich anschauen, wie die große Witwenrente gestrickt war und die ganzen Abzüge, die Frauen dann haben, der Mann stirbt und man bekommt dann eine gesetzliche Rente, dann ist diese gesetzliche Rente, die abgeleitete Rente der Männer, bis vor 3 Jahren höher gewesen als die eigene erwirtschaftete Altersrente von Frauen. Das hat ganz einfache Gründe, das hat dramatische Gründe, zu ändernde Gründe. Das ist ja immer mein Credo, all das ist ja zu ändern, das ist ja nicht naturgegeben. Dass Frauenerwerbstätigkeit niedriger bezahlt werden, dass Frauen hauptsächlich in Teilzeit sind. Das heißt, es ist nicht nur, es sind zwei Komponenten, es ist der Lohn. Mhm. Das ist meines Erachtens die kleinere Komponente. Die größere Komponente ist die andere Stundenzahl, die Frauen arbeiten im Vergleich zu Männern, weil sie so viel an zusätzlicher, unbezahlter Arbeit zu leisten haben und leisten. Und dadurch kommen diese Rentenunterschiede zustande und deshalb ist sozusagen die gekürzte, abgeleitete Rente von Männern bis vor 3 Jahren höher gewesen als die eigene Altersrente und seit 3 Jahren ist die eigene Altersrente im Schnitt 3 Euro höher als die abgeleitete. Doch so viel. Prima. Mhm. Ich wusste, dass Sie großartig sind, schon wie Sie da reinkamen. Richtig viel mehr, ja? Ja, unglaublich. Aber wenn wir schon so in diese Details reingehen, wäre das eigentlich jetzt eine ganz gute Überleitung hin zu Ihrem Vortrag, den Sie uns mitgebracht haben. Ja, dass Sie ja so gut vorbereitet sind. Ich habe gerne jetzt einen langen Vortrag geschrieben, den ich nicht halte. Wir können uns gerne weiter unterhalten. Perfekt, so machen wir es. So machen wir es. Es ist eine absolute Premiere in meinem Leben, dass ich mich da hinsetze und 10 Seiten schreibe. Aber ich unterhalte mich viel lieber mit Ihnen, weil das weiß ich ja, was ich sagen würde. Aber Fragen kenne ich nicht. Ja, dann machen wir das doch. Mich würde mal interessieren, wie ist denn eigentlich der Status quo? Wie emanzipiert ist Deutschland eigentlich tatsächlich? Gerne auch im internationalen Das geht schon. Natürlich. Gerne auch im internationalen Vergleich. Wie schneiden wir ab? Wie progressiv sind unsere Geschlechterrollen 2021 tatsächlich? Da kann ich Ihnen gerne ein schönes Beispiel geben, wo ich mich nicht gerade gut fühlte. Das war im Juni, Juli 2020, als plötzlich mehr oder weniger in einem Tag die Botschafterin von Frankreich bei mir anrief, die Botschafterin von Großbritannien bei mir anrief und die gemeinsamen Konsulate der skandinavischen Länder und mich doch baten, in die Botschaft zu kommen und zu erklären, wie man sich das in Deutschland vorzustellen hat. Und sagten also, man könnte in Frankreich keine Schulen schließen, weil es nicht die wartenden Mütter da gäbe. Also das würde ein riesiger Aufstand bedeuten. Und wenn man die Schulen schließen würde, dann müsste man Präsident Macron dahinstellen, Boris Johnson dahinstellen, der das erklären müsste. Aber man könnte nicht einfach E-Mails schreiben, ja, wo steht ja, für die nächsten Tage sind die Schulen geschlossen und was denn da wohl die Erklärung sei. Und ja, dann saß ich da und sagte, naja, das ist immer noch ein Stück dieses Unentschiedenen und dieses, eine gute Mutter ist für die Kinder da und die Kinder gehören für die Mutter, zu der Mutter. Und von daher haben wir ja eben schon eine ganze Menge von strukturellen Rahmenbedingungen durch Gesetze, die wir haben, denen wir unterworfen sind, genannt. Mhm. Aber diese Strukturen färben ja ab auf die Kulturen, also auf Annahmen, auf Stereotypisierungen, wie jene, die ich eben genannt habe, als es um mein kleines Bewerbungsbeispiel da ging, wer dann wie vorgestellt wird. Es sind ja alles einfach Diskriminierungen aufgrund von kollektivierten Stereotypisierungsannahmen, die wir pflegen. Das ist der Grund und deshalb bedarf es ganz, ganz dringend meines Erachtens einer
breit angelegten Diskussion, die ich immer noch nicht sehe, die sich nicht nur damit aufhält, wie groß diese Lücken sind, das wissen wir mittlerweile. Wir feiern ja auch geradezu den Gender Pair oder Equal Pay Day und sagen, so und so lange hätten wir jetzt gearbeitet, also um überhaupt an den Lohn von Männern ranzukommen. Da hatten wir ja die Hoffnung mit verbunden, das ändert sich irgendwann und dieses kollektive Aufstehen an diesem Tag, das würde tatsächlich Veränderungen auch bewirken. Da sind wir ein Besseres belehrt worden. Das ändert sich nicht. Und von daher glaube ich schon, muss man als allererstes die Frage stellen, wenn wir diesen Gender Pay Gap haben, der 19% beträgt pro Stunde, das kann man runterrechnen. Meine Kollegen streiten dann immer mit mir und sagen, es sind ja gar keine 19%. Sie müssen ja bedenken, dass Frauen in anderen Jobs arbeiten und länger unterbrechen und so etwas. Wenn man das dann alles statistisch kontrolliert, kommt man ja nur noch auf 6%. Aber Fakt ist, Frauen arbeiten in anderen Jobs als Männern. Also insofern brauchen wir die ja nicht akkabradabra alle Frauen zu Männern zu machen. Das ist ja Quatsch. Das Gleiche ist mit diesem Gender Care Gap, welches meines Erachtens eine absolut schmutzige Kategorie ist. Und Corona hat genau das gezeigt, weil es personenbezogene Dienstleistungen, also Erziehung, Kinder, Pflege der Eltern, Pflege von Nachbarn, zusammenmauschelt mit Einkaufen gehen, Garten pflegen und so etwas. Ja, bei dem einen hat man aber mental wesentlich mehr zu tun als bei dem anderen. Mhm. Deshalb sagten wir während der Corona-Krise, dieser Mental Load oder diese Cognitive Load bei Frauen steigt massiv, während bei Männern sie ein bisschen gestiegen ist, aber dann relativ schnell wieder nach unten gegangen ist. Was brauchen wir also als Hauptausgangsfrage, die wir zu klären haben? Und da kommen wir an den Anfang unseres Gespräches zurück. Wie wollen wir diese Lücken schließen? Wollen wir diese Lücken tatsächlich dadurch schließen, dass wir sagen, Frauen sollen ununterbrochen vollzeiterwerbstätig sein, noch weiter den männlichen Pfaden folgen? Dann gehen sie in eine Berufsausbildung, arbeiten 45 Jahre lang Vollzeit und sie werden dann motiviert, in diese ganzen STEM-Berufe oder MINT-Berufe, wie es in Deutschland heißt, reinzugehen. Ist das der Weg? Hm. Dann ist das ein Weg. Dann brauchen wir aber andere Maßnahmen. Dann brauchen wir eine ganz andere Rund-um-die-Uhr-Infrastruktur für Kinder. Wir brauchen wesentlich mehr Personen, die die haushaltsnahen Dienstleistungen erledigen. Also wir müssen dann die erwerbstätigen Frauen sozusagen und das, was sie leisten an Arbeit, substituieren meistens durch andere Frauen. Mhm. Also das wären dann sozusagen die politischen Maßnahmen, die wir ergreifen müssten, wenn wir diesen Weg gehen. Der andere Weg ist, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass Männer mehr ihre Lebensläufe auch mal Richtung Frauen bewegen. Auch dann würde sich ja dieser Gap schließen, also diese Lücke. Wenn Männer also mehr Care-Arbeit übernehmen würden, wäre natürlich die Lücke auch geringer. Wenn Männer mehr auch Teilzeit arbeiten würden, wäre diese Lücke auch geringer. Ich bin entschieden für diesen zweiten Weg, weil eine zunehmend diversere Gesellschaft, eine Gesellschaft, die zunehmend mehr auch die Notwendigkeit hat, sich selbst immer und immer wieder zu integrieren, ehrenamtliche Tätigkeiten zu machen und so weiter und so fort, eigentlich nur mit so einer 33-Stunden-Woche für beide denkbar ist. Also insofern würde ich mit der Erwerbstätigkeit von Müttern etwas nach oben gehen, mit denen von Vätern dann doch nach unten gehen und würde, das wären dann 2x4 Tageswochen, das ist auch ihre, eine andere Antwort auf Ihre andere Frage. So machen es sehr viele Länder. Mhm. Also das ist ja nicht so in den Unterschieden der Erwerbstätigkeitszeit von Männern und Frauen massiv ausgeprägt über uns. Und diese Entscheidung treffen wir nicht. Wir lassen uns treiben. Ich hatte ja das große Vergnügen, mit den Kanzlerkandidatinnen zu sprechen und stellte immer diese Frage, was ist denn die Zielversion? Und bei doch den meisten kam dann, naja, wir haben eigentlich gar keine Wahl, weil die Demografie und der demografische Umbruch
eigentlich dazu führt, dass alle Frauen massiv viel zulegen müssen. Das ist kein Gleichheitsgrundsatz, sondern es ist sozusagen Demografie getrieben. Wenn ich dann sage, naja, aber gleichermaßen haben wir Digitalisierungsschübe, gleichermaßen können wir doch heute viel besser auch unsere Arbeit teilen, wenn es Führungsarbeit ist, als früher. Ich habe das gemacht, als ich meine Mutter pflegte. Das war überhaupt gar kein Problem, meinen Job mit den 500 Leuten oder 600, die ich da anleite, zusammen mit einer anderen Person zu machen. Wir konnten uns absprechen, wir hatten dann Tage für uns und Tage gemeinsam. Das ging wunderbar. Und so etwas als Modell zu sehen und nicht Führungspositionen als 90-Stunden-Jobs oder so etwas zu betrachten, würde uns allen ja viel helfen. Das würde uns wirklich sehr helfen. Aber es ist ja aktuell tatsächlich so, also zumindest habe ich immer den Eindruck, dass das, was Frauen betrifft, nicht wirklich interessiert. Beispiel der klassische Frauenberuf, der schlechter bezahlt ist, der eigentlich erst dann eine Aufwertung erfährt, wenn mehr Männer in den Frauenberuf reingehen, der dann nicht nur besser entlohnt wird, sondern auch einen Prestigezugewinn hat. Aber umgekehrt, den Weg, den Sie jetzt vorschlagen, der wird eigentlich nicht gegangen. Das ist eine vollkommen richtige Beobachtung, also dass je mehr Männer in Frauenberufe gehen, die Frauenberufe sozusagen in ihrem Lohnniveau abgegradet werden. Umgekehrt stimmt es auch, dass je mehr Frauen in Männerberufe gehen, auch da das Lohnniveau sinkt. Mhm. Also wir sehen das sehr schön bei sehr zuverlässigen Studien über jetzt meine Profession, je mehr Männer in Professorentätigkeiten sind, desto geringer wird der Durchschnittslohn und dann findet eben die Spaltung statt über die dann wenig transparenten Zulagen, die man bekommt, diese sogenannten leistungsorientierten Zulagen, die ich sowieso für ein Schreckgespenst erachte, weil man ja wirklich gar nichts kontrollieren kann, weil diese Leistung ist ja auch so fluffy irgendwie definiert. Insofern nochmal, also wir können nicht nur Frauen incentivieren, in Männerjobs zu gehen, sondern wir müssen auch umgekehrt Männer incentivieren, in Frauenjobs zu gehen. Und das ist ja auch das Thema dieses Buches, dass es nur gemeinsam geht und dass wir tatsächlich diese unterschiedlichen Männer und die unterschiedlichen Frauenwelten auflösen müssen. Und der Zeitpunkt ist ein guter, weil wenn wir die jungen Personen fragen, die jetzt so im Alter von 24, 25, also im Eintritt in das Erwerbsleben sind, aber auch jene, die mit einer beruflichen Bildung gerade fertig sind, die sagen uns oft, wir wollen eigentlich gar nicht das Leben unserer Väter führen. Hm. Wir wollen nicht erst mit 50 oder 60 dann sagen, wie schnell sind jetzt unsere Kinder groß geworden, ohne das tatsächlich mitbekommen zu haben. Wir würden gerne partnerschaftliche Beziehungen führen. Und von daher muss natürlich auch der Druck, auch daher, es geht nur gemeinsam, nicht nur von Frauen kommen hinsichtlich einer größeren Gleichstellung, sondern natürlich auch von Männern. Und die müssen ein bisschen mehr Mumm haben, ein bisschen mehr Rückgrat. Das heißt nicht, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihrerseits dann nicht auch mehr sozusagen an Schubs geben können. Das funktioniert ja, wenn ich meinen jungen Männern sage, also wissen Sie, ob Sie jetzt 7 Monate krank sind oder 7 Monate in Erziehungszeiten gehen, da bin ich ja halt froh, wenn Sie nicht krank werden, diese 7 Monate, oder wenn Sie ein Sabbatical nehmen. Ja, und es wird nichts passieren. In dem Moment, wo man dann 3 Männer verfolgt, die das machten und trotzdem auf Führungspositionen kommen, ist das wie ein Dominoeffekt, zumindest bei mir. Dann machen es alle nach. Also diese Ertüchtigung, diese Ermutigung könnte arbeitgeberinnenseitig wesentlich größer sein. Und das Gleiche gilt Teilzeit. Wenn alle Teilzeit arbeiten würden, dann wäre es nicht der Karrierekiller, der es im Moment ist, wenn Arbeitgeber von vornherein sagen, naja, diese Frau, wenn sie Kinder hat, geht sie auf Teilzeit. Aber diese Zumutung und Anmutung nur Frauen gegenüber machen, dann führt es halt wie zu so einem Perpetuum mobile. Ja, genau. Und bislang ist es tatsächlich so, dass es
tatsächlich Frauen zugeschrieben wird, ganz massiv. Was ich erst durch Ihr Buch eigentlich erfahren habe, ist, dass es hauptsächlich Frauen sind, die in systemrelevanten Jobs arbeiten und dass systemrelevante Jobs schlechter bezahlt werden im Durchschnitt als andere. Und wenn Frauen in diesen arbeiten, sie noch mal schlechter bezahlt werden. Das fand ich eine sehr schreckliche Vorstellung. Ja, wir haben ja gesehen, das sehen wir ja auch heute, das macht mir ja auch in meinem eigenen wissenschaftlichen Betrieb groß zu schaffen, weil ich mir immer vorgenommen habe, jetzt mal an einer Stelle länger zu arbeiten, um diese Unterschiede zwischen wissenschaftsunterstützend und wissenschaftlichen Tätigkeiten nicht so krass sich ausprägen zu lassen, wie sie ist. Der Grund besteht einfach darin, dass die meisten Frauen auch in diesen wissenschaftsunterstützenden Tätigkeiten als meine beiden Assistentinnen haben ein Diplom. Also das ist überhaupt gar keine Ausnahme mehr. Und beide sind, als sie Kinder bekommen haben, dann eher in die gut abgesicherten, entfristeten Berufe reingegangen, als sich dem Risiko auszusetzen. Was ich extremst gut verstehe, mal lange zu warten, von einer Befristung auf die andere sich zu hangeln, umziehen zu müssen und so weiter. Das ist ja nicht managebar, wenn man eine Familie hat. So. Und das wäre ja schon toll, wenn man diesen Personen auch mal wieder den Weg zurückgeben würde. Also wenn man das lange Leben, die größere Lebenserwartung in Gesundheit produktiv nutzte, um nicht einmal für immer Entscheidungen treffen zu müssen. Jedenfalls so. Was passiert jetzt? Nicht nur innerhalb meines Instituts gibt es so eine Spaltung, dass man sagt, naja, manche Personen brauchen wir halt eher vor Ort. Die sind quasi systemrelevant für uns andere. Und die anderen, die können länger zu Hause arbeiten, da forschen und so etwas. Also man hat diese Spaltung, die natürlich im gesamten Arbeitsmarkt noch viel krasser ausgeprägt ist. Mhm. Ja, also Personen, die in Pflegeberufen arbeiten, die müssen. Zur Arbeit, Altenpflegerinnen und so weiter und so fort. Also eine ganze Menge, auch wenn man noch an Maschinen arbeitet, mit Robotern arbeitet, dann muss man das der Ferne tun, und im Durchschnitt, und ich betone hier, im Durchschnitt ist die Bezahlung nicht unbedingt die Bildung. Das muss man sehr stark auseinanderhalten in diesen Jobs, weil eine Ausbildung als Krankenpflegerin, als Krankenschwester, die ist echt herausforderungsvoll, auch als Altenpfleger ist echt herausforderungsvoll, aber die Bezahlung ist halt, dass sich der Arbeitsmarkt so aufspaltet in Leute, die dann lange Anfahrtswege haben und sich Risiken am Arbeitsplatz aussetzen. Das kam ja während der Pandemie auch noch dazu. Dann waren die Kinder in der Notbetreuung, die aber ja den meisten Müttern extreme Angst machte, weil ja gleichermaßen der öffentliche Diskurs jener war, oh, ganz, ganz unsicher, deshalb hat man ja die Schulen geschlossen. Mm. Deshalb wurden ja auch diese notbelegten Plätze für Kinder gar nicht alle ausgenutzt, weil man von vornherein, finde ich, ein schlechtes Gewissen bei Müttern erzeugt hat, auch mit dieser Zweiklassenwirtschaft von Schulen und Notbetreuung. Man kann nicht den Eltern sagen, die Schulen werden aus sozusagen medizinischen Gründen geschlossen, die Kindertagesstätten werden geschlossen, dann aber Notbetreuungen einzurichten, wo dann die Mütter denken, oh Gott, ja, jetzt muss ich da vor Ort arbeiten und muss in diese gefährlichen Rahmen dann auch noch meine Kinder reingeben. Das war ganz, ganz ungut, was man da machte. Und es wäre ja gar nicht notwendig gewesen, sagen wir mal so. Ja, ja, ich meine, die anderen Eltern waren ja dann im Alltag, wenn ich jetzt ganz kurz auf die Corona-Erfahrungen eingehe, relativ aufgeschmissen, weil das eine Kind hatte da mal 2 Stunden Schule, das andere hatte da mal einen Tag, der Rest war dann Homeschooling, vieles wurde ins Digitale verlagert, ohne dass es tatsächlich eine, ich sage jetzt mal, Betreuungsmöglichkeit in irgendeiner Form gegeben hätte. Und das ist genau der Grund, dass ich jetzt gar nicht jetzt ein Hohelied auf das Homeoffice singen würde. Also da bin ich ja äußerst kritisch und bin jetzt heute noch kritischer als damals, als ich dieses Buch geschrieben habe, wo ich aber schon auch in diesem Buch formuliert habe, dass ein Homeschooling natürlich die Möglichkeit hat, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf alle Fälle zu erleichtern. Aber zu denken, dass das Homeoffice etwas ändert an dem
Unterschied im Stundenlohn oder an der Teilzeitarbeit oder an den Rentenerwartungen oder an der Möglichkeit, in Führungspositionen zu kommen, ist absurd. Und mittlerweile zeigen halt tatsächlich die Daten, dass dieses flexible Arbeiten, wie man ja sagt, von Männern ganz anders genutzt wird als für Frauen. Wenn Männer flexibel arbeiten, dann arbeiten sie hauptsächlich, während Frauen sich natürlich durch diese Zuweisung, da sind wir dann da wieder, die Kinder kommen nach Hause und sind gewöhnt, dass die Mütter sich drum kümmern, um sie. Und das können sie ja nicht einfach abschaffen. Sie können ja nicht einfach diese Kinder während der Pandemie dann so orientieren, dass dieses Homeschooling ohne Kontakt zu der Mutter erfolgt. Das ist ja totaler Quatsch. Und von daher kam halt diese Mega- und Mega-Belastung. Und von daher sehen wir auch jetzt als eines der massivsten Auswirkungen die enormen psychischen Konsequenzen, insbesondere junger Mütter, wo ja an die 40-45%, wenn ich den Psychologen folge, die diese mentalen Überlastungen sich anschauen, tatsächlich krank sind, in dem so definierten Sinne. Mhm. Ja. Da müssen wir aufpassen. Also wir sollten wirklich aus verschiedenen Gründen, ich habe ja auch in dem Buch dann von der Verheimlichung von Frauen geredet, weil wir ja lange darum gekämpft haben, einen öffentlichen Raum zu haben. Ja, ein Leben außerhalb der Familie zu haben, Freunde vor Ort zu machen, uns zu vergesellschaften, ganz, ganz wichtig, ja, uns zu entfalten, uns auch zu zeigen in ganz anderen Kreisen. Und dieses Homeoffice führt halt tatsächlich dazu, dass die Netzwerke sich im Kleinen sehr stark stabilisieren, aber eigentlich größere Netzwerke, ganz, ganz neue Netzwerke schlechter gebildet werden können. Mhm. Mit den entsprechenden Auswirkungen dann, die Sollbruchstelle wird noch stärker ins Private verlagert. Absolut. Und die, absolut, sowohl die Frauen als auch die Familien noch stärker belastet. Absolut. Und ja, vielleicht ein letztes Wort dazu. Ich meine, wir haben angefangen mit dieser Retraditionalisierung. Wenn irgendetwas diese frühe These belegt, dann sind es neue Daten vom sozioökonomischen Panel, die nach den sogenannten Geschlechternormen fragen. Wie erfassen wir in den Sozialwissenschaften Geschlechternormen? Das ist eine ganz einfache Frage, die so lautet, eine erwerbstätige Mutter kann eine genauso liebevolle und stabile Beziehung zu ihren Kindern aufbauen wie eine nicht erwerbstätige Mutter. Ja? Und wenn man da sagt, ja natürlich, also gar kein Problem, also wenn ich erwerbstätig bin, führt es nicht dazu, dass ich ein gestörtes Kind habe oder dass ich sozusagen mich nicht so zu meinem Kind in der Vertrautheit entwickeln kann. Dann hat sich während dieser 18 Monate genau das nach hinten entwickelt. Mhm. Und zwar insbesondere, das finde ich ganz schrecklich, bei den Personengruppen, die wir als die neuen Väter bezeichnet haben, also die Vorreiterväter, die Gleichheit gepredigt und aber auch gelebt haben, die länger in Erziehungszeiten gegangen sind, die sagten, sie wollen partnerschaftliche, die schrecken jetzt zurück und sagen, naja, es ist vielleicht doch ganz gut, wenn die Mutter mal länger zu Hause ist. Und das ist dieser Backlash, ja, das ist wirklich zurück zu den Traditionen der Mutter zu Kind, Kind zu Mutter und Vater draußen, trotz aller Erkenntnisse, die wir haben aus der Kinderpsychologie, aus der Kinderentwicklung, aus der Entwicklungspsychologie, dass es Kindern eher gut tut, wenn die Mütter erwerbstätig sind, weil in keiner Weise schadet. Und dass es Kindern eher gut tut, zwei unterschiedliche Rollen, also Vater und Mutter, in beiden Funktionen zu sehen, als umgekehrt. Mhm. Ich meine, die 33-Stunden-Woche, die Sie vorhin angesprochen haben, wäre ja wirklich eine sehr gute Lösung. Nun sind Sie aber auch eine sehr politische Frau. Sie sitzen in vielen Gremien, Arbeitsgruppen und Ähnlichem. Hadern Sie, ach, da ist das Wort wieder, hadern Sie eigentlich manchmal, wenn Sie in solche Diskussionen gehen, weil es ist jahrzehntelang wenig bis gar nichts passiert? Und auch jetzt habe ich nicht den Eindruck, als würde etwas passieren. Ja und nein. Also auf der einen Seite, ich war ja die ganze Zeit mega zurückhaltend, was soziale Medien betrifft. Also ich war da auf gar keinen Kanälen tätig, weil ich gedacht habe, ich habe so genug zu tun und ich muss jetzt mal lesen und meine Lehre ordentlich machen und so etwas. Und
bin dann erst im Oktober des letzten Jahres eigentlich dann auf Twitter gegangen, weil wir uns fürchterlich aufgeregt haben in der Gruppe von Frauen aus ganz unterschiedlichen Sektoren des Lebens. Also da war Maria Furtwängler genauso dabei wie Janina Kugel und Katja Kraus als ehemalige Fußballspielerin und sagten, es geht nicht, dass in den Koalitionsvereinbarungen steht, dass wenn große Unternehmen nicht Frauen in Führungspositionen holen, also diese freiwillige Selbstverpflichtung tatsächlich nicht nur aufs Blatt schreiben, sondern auch Taten folgen lassen. Warum kriegt diese Koalition so viel hin, aber ausgerechnet dieses sogenannte Führungspositionsgesetz 2 nicht? Da bin ich dann auf Twitter gegangen und wir haben so eine Aktion geschaltet, haben eine Bundespressekonferenz angemietet. Und das hat ja tatsächlich dazu geführt, dass dieses sogenannte FIPOC 2 in allerletzter Sekunde noch verabschiedet wurde. Das war ein Erfolg. Und es war für mich deshalb auch ein augenöffnender Erfolg, weil ich über die ganze Zeit meine Erwerbstätigkeit, und das ist ja das größte Vergnügen, was ich überhaupt habe, weil ich immer junge Menschen habe. Ja, ich habe ja immer an der Universität die 19-Jährigen, 20-, 21-Jährigen, die mir dann, wenn es Frauen sind, sagen, wir brauchen keine Quote. Mhm. Wir sind so toll, wir haben es in der Schule immer das Beste geschafft, wir waren Schulsprecherinnen, wir schaffen das. Das ist ein Problem ihrer Generation. Und naja, wenn man dann so, ich habe ja viel Kontakt zu meinen ehemaligen Studierenden, nach 10 Jahren ändern die dann die Meinung und nach 15. Und das war total, also das hat mich richtig gefuchst. Aber bei dieser Aktion damals im Oktober waren es tatsächlich die jungen Bloggerinnen, die da mit rein sind. Und da gibt es mehr und mehr und mehr junge Frauen, die sagen, wir können uns nicht darauf verlassen. Warum sollen wir nicht lernen? Und da traf sich dann alt und jung. Und das war für mich teilweise auch irritierend, dass diese jungen Frauen, jemand wie Maria Furtwängler, damit konnten sie gar nichts anfangen. Mhm. Wer ist denn das? Also Frauen, die mir also wohl bekannt vorkamen, also da waren wirklich mega Deltas zwischen die. Und das haben wir zusammen hingekriegt. Und ein anderes Beispiel, wo ich jetzt auch irgendwo doch Hoffnung draus schöpfe, ist, dass wir da richtig Krawall gemacht haben, noch bis vor 2,5 Wochen, was die Besetzung der obersten 5 Ämter betrifft in der deutschen Regierung, wo wir dann sagten, es geht einfach überhaupt nicht, dass das alles Männer sind. Ja. Also wir können nicht 16 Monate, zwar wenig, aber wenigstens ein bisschen über Gleichstellungspolitik reden und dann nichts daraus machen. Und dann Bärbel Baas, das immerhin wurde 3-mal schwarzer Kader. Es ist nur eine von 5, aber immerhin. Ich habe schon den Eindruck, dass man eine gewisse Wirksamkeit über die Zeit sich erarbeitet, aber nur und auch wirklich nur dann, wenn es nicht nur aus der Wissenschaft kommt, sondern breite Koalitionen geschmiedet werden, wenn wir wieder zu so etwas kommen, zu so einer Frauenbewegung, die über Altersgruppen hinweggeht. Und es wäre mir noch lieber, wenn es noch mehr Männer wären. Sie wissen vielleicht, dass diese ganze Aktion damals hauptsächlich mit Peter, also was Bärbel Baas betrifft, hauptsächlich mit Peter Dabrock gemacht wurde, dem ehemaligen Vorsitzenden der Ethikkommission. Das war schon dann nochmal ein anderer, sozusagen, Motor, der gedrückt hat. Also im Prinzip tatsächlich Druck machen. Man darf einfach nicht aufhören. Ich meine, es ist ätzend, Dinge immer und immer wieder zu sagen und zu denken, also mein Gott, wir haben doch die Ergebnisse. Wir haben doch einfach die geringeren Stundenlöhne. Wir haben diese geringeren Wahrscheinlichkeiten. Wir wissen, dass Frauen wollen. Wir wissen, dass genug Frauen da sind. Es ist ja ätzend, das immer wieder zu sagen. Aber das nutzt ja nichts. Da müssen wir einfach dabei bleiben und müssen Allianzen schmieden. Das habe ich jetzt gelernt. Vielleicht ein bisschen spät, aber ich habe es jetzt gelernt. Es ist schon mal sehr gut, Allianzen schmieden, dass das da ist, dass es wirklich darum geht, sich nach wie vor einzubringen. Aber ein bisschen ist es doch auch, wie soll ich sagen, wie ausgeleiert. Also ich meine, wir hatten die Leichtlohngruppen. Naja, den Widerstand der Heinze-Frauen. Wir hatten die Urteile des BAGs. Dann kommt der 611a BGB 1980. Hallo?
Und wir zwei diskutieren heute. Ich sage, aber das nutzt doch jetzt gar nichts. Also jetzt, das nutzt doch überhaupt gar nichts, hier Lamoyant hier zu sitzen und zu sagen, das sagen wir alles, es gibt es schon und das haben jetzt Generationen vor uns gesagt, das nutzt alles überhaupt gar nichts. Wir müssen einfach arbeiten, nach vorne schauen und uns solidarisieren für die Sache. Okay, was konkret braucht es, damit Männer in die 33-Stunden-Woche gehen? Naja, wenn wir diesen Weg gehen, dann wissen wir, dass ein Weg ja hervorragend geklappt hat, nämlich diese zwei Partnerschaftsmonate, weil Männer da natürlich dann auch für sich selbst, aber auch gegenüber anderen andere Rationalitäten an den Tag gelegt haben, wenn dann diese zwei Monate einfach verfallen. Ich würde da ohne Wenn und Aber auf 5 Monate hochgehen, würde bei Frauen vielleicht 2 Monate zurückgehen, wenn man nicht erstmal das Maximalpaket durchbekommt, sie insgesamt zu verlängern, aber nur Frauen freizustellen und bei Männern nicht mehr an Anreizen zu geben. Das ist falsch. Ich würde massiv die Teilzeiterwerbstätigkeit von Männern unterstützen, durchaus auch wie bei Frauen mit Lohnausgleichen, wenn sie von 39 auf 35 Stunden oder auf 34 Stunden gehen, um da mal einen Schub reinzubekommen. Ich würde diese ganze Frage der geteilten Führungspositionen oder geteilten Positionen ganz anders angehen. Wir haben heute die digitalen Mittel, die wir sonst früher überhaupt nicht hatten, obwohl ich 1994, glaube ich, den ersten Versuch in München gemacht habe, der sehr erfolgreich war mit diesen geteilten Führungspositionen. Wir müssen das Ehegattensplitting als Anreiz, das Einkommen hier und jetzt zu maximieren, was dann zu Kosten von Frauen gehen. Das hoffe ich, dass das jetzt fällt und dass dieses dann gesparte Geld in eine Kindergrundsicherung reingeht. Wir müssen die geringfügigen Beschäftigungen massiv abbauen und dafür eigentlich abschaffen. Insbesondere dann, wenn sie ausschließlich geringfügig sind. Es gibt ja, da brauchen wir Übergangszeiten, wir müssen mit dem Mindestlohn höher gehen. Das wäre sozusagen das Kalkül da dahinter. Und wir müssten natürlich diese ganz Mindestlohn, sagte ich jetzt schon, jetzt war ich durch diese ja kluge... Entschuldigung. ...habe ich jetzt irgendwie temporär den Faden, aber das fällt mir wieder ein. Jetzt aber nicht. Jetzt reden Sie mal weiter, mir fällt es automatisch ein. Das heißt, hier geht es... Ach, wir müssen mehr tarifieren. Weil wir natürlich, ich meine, das andere, was wir in der Pandemie gesehen haben, ist, dass Frauen viel seltener die Möglichkeiten hatten, in Kurzarbeit zu gehen und dass obendrauf, wenn Frauen überhaupt in Kurzarbeit gegangen sind, dadurch, dass sie seltener in tarifierten Unternehmen arbeiten, nicht die Aufstockung der Kurzarbeit bekommen haben, sodass sich die Einkommenslücken zwischen Männern und Frauen dann nochmal vergrößert haben. Okay. Das sind dann alles, also wenn man ein sogenanntes Gender Budgeting einführt, wie es Schweden hat, wie es auch Großbritannien hat, also ja, wo man sich dann überlegt, was sind denn eigentlich die pandemiebedingten Investitionen, die man tätigt, um die Lasten zu reduzieren für die einzelnen Haushalte. Dann rechnen andere Länder schon ziemlich genau aus, was von diesem Geld geht denn dann primär an Frauen, was geht primär an Ältere, was geht primär an Jüngere. Diversität ist jetzt ja nicht nur männlich-weiblich geprägt. Und was geht entsprechend an Männern? Da ist bei uns diese Gender Balance sehr, sehr ungleich. Und andere Länder haben da das besser gemacht, sodass Frauen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ähnliche Unterstützungen bekommen haben wie Männern. Also Friseurs, es gibt ja viele Beispiele dafür, brauche ich das zu hören. Es heißt aber auch, dass die Politik deutlich stärker mit entsprechenden Gesetzen und auch Regulierungen im Arbeitsmarkt eingreifen muss. Wie realistisch ist das aktuell? Also ich meine, ich war am meisten überrascht davon, dass Angela Merkel ja selbst dieses also eine verpflichtende Quotierung in Aufsichtsräten eingeführt hat. Das war unter einer CDU-CSU-SPD-Regierung. Dann haben wir jetzt, muss ich sagen, andere Rahmenbedingungen, indem wir die Grünen noch mit an Bord haben und die FDP ja teilweise auch, zumindest wenn man mit Lindner unter 4 Augen spricht, ein Fragezeichen daran macht, ob der Markt so wirklich
alles richtet, tatsächlich das gerechte Prinzip ist. Mhm. Inwieweit er das dann noch in Regierungsverantwortung tut, weiß ich nicht, aber es könnte ja sein. Es könnte sein. Also auch da, ich meine, es sind ja wirklich im Moment die entscheidenden Phasen und der Druck Ehegattensplitting, das hat ein Momentum aufgenommen, da sind Wirtschaftswissenschaftler, also es sind alle möglichen Gruppen dabei, diese geringfügige Beschäftigung, Mitverdienstmöglichkeiten, Hartz IV, ganz andere Kindersätze im Hartz IV-Bereich, also auch diese ganzen Sanktionen und so etwas hat man ja alles gesehen, auch Föderalismusreformen für Kinder. Ich meine, die ganzen Qualen für Mütter werden natürlich auch hochgradig induziert durch die mangelnde Sorge um Kinder unseres ja sehr, sehr großen Pakets, was wir an Geldern in dem Sozialstaat ausgeben, weil wir es mir meines Erachtens einfach anders umverteilen müssten. Ich hätte wesentlich mehr Geld bezahlen können für das Studium meines Sohnes. Ich habe das noch nie verstanden, ehrlicherweise, warum ich da total frei gehalten werde oder diese 300 Euro, der da zu zahlen hatte pro Monat, während andere da... Es dringend bräuchten, tatsächlich. Ja, also in den frühen Stadien, ja, wenn man dann sieht, wer geht in die Kitas, ist es immer noch mega sozial gebrochen und diese Eltern, die arbeiten dann, diese Mütter insbesondere, gehen dann auch nicht arbeiten. Ja, also man könnte da sehr viel mehr umsteuern und wir haben halt einen Staat, welcher, und das Bildungswesen hängt ja doch sehr stark auch mit dieser ganzen Gleichstellung zusammen. Das muss man ja immer und immer wieder sagen. Welcher ganz, ganz ungleiche Ausgangsbedingungen mit einer vergleichbaren großen Ähnlichkeit behandelt. Wenn man unsere Schulen anschaut, das ist wie dieser berühmte Cartoon, wo man den Baum sieht und ein Schiedsrichter steht vor dem Baum und sagt, auf die Plätze, fertig, los, wer ist am schnellsten auf dem Baum oben. Und wer ist in dem Wettbewerb? Mhm. Das ist ein kleiner Affe, ein riesiger Elefant und es ist ein Fisch. Im Glas. Ja. Mhm. Ja. Genauso, von wegen gleiche Chancen an der Stelle, ja. Ich möchte in jedem Fall dem Publikum die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Das kommt jetzt unvermittelt und überraschend, aber da haben wir schon eine. Juhu. Wunderbar. Ja, also ich stelle sehr gerne Fragen, weil ich arbeite vorhanden, dass ich gerade informieren möchte, wie es läuft. Und natürlich sehe ich bei allen Berechnungen meiner Entscheidung oder auch nachher Thema Erwerbsminderungsrente und so weiter, dass Frauen natürlich viel niedrigere Rentenansprüche haben als Männer. Ja? Und so dankbar ich der CDU für die Mütterberufung bin, die Mütterrente, muss man natürlich sagen, eine Frau bekommt jetzt 3 Punkte, Rentenpunkte für ein Kind, 3 Rentenpunkte und das entsprechend neben Durchschnittseinkommen aus 3 Jahren, was hätte ich dann an Rente erworben? Im Moment ist ein Rentenpunkt 94 Euro, das sind 112 Punkte. Das heißt, du bekommst also 34 Punkte, ein Rentenpunkt 312 als Rente ausgezahlt. Das heißt, also, wenn ich ein Kind habe, bekomme ich 112 Euro Rente. Wenn ich 6 Kinder habe, dann hätte ich fast 800. Ja, ja, es sind auch 12 Kinder, habe ich schon mal ausgerechnet. Genau, richtig. Heute kriegt sie nur noch das Ehegattensplitting und also diese Klasse 2 für die Alleinerziehenden sind günstiger auch schon. Und wir müssen eigentlich gucken, für mich.
Natürlich. Da habe ich Menschen, die zahlen für ihre Eltern Rente und gleichzeitig müssen sie für 0 Euro ihre Kinder finanzieren. Ja? Während die nur Kinder haben, die zahlen zwar für ihre Eltern, Eltern hat jeder, aber die haben ja nicht noch drei Kinder, die sie durchs Studium füttern müssen für 25 Jahre. Ja? Also müsste ich da nicht viel stärker entlasten. Ja, also ich bin ja, wie Sie wissen, Sie haben das ja auch so eingeleitet. Ich finde dieses Ehegattensplitting, was ja auch ganz unabhängig ist davon, ob man Kinder hat oder nicht, also eine riesige Steuerausgabe. Man kann es nicht von heute auf morgen, aber man könnte jetzt den Ausstieg einleiten. Ich finde schon, dass man so Übergänge, Übergangsklauseln da auf alle Fälle braucht und würde dieses Geld aber binden. Das sind Milliarden. Das ist richtig, richtig viel Geld. Und das dann in die Kindergrundsicherung reingeben. Oder ich würde ein Familiensplitting machen. Das ist ein anderer Weg. Man braucht auf alle Fälle bestimmte pauschale Ausgleiche, je nachdem, wie die unbezahlte Arbeit aufgeteilt ist. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Aber diesen Anreiz, den wir im Moment schaffen, der ist ganz unglücklich und verleitet wirklich zu Handlungen und zu Entscheidungen am Küchentisch, die beide oft dann bedauern, weil es natürlich unintendiert dann auch zu Unzufriedenheit in der Ehe führt. Ja. Also wenn die beide reingehen und sagen, naja, wir stellen uns vor, wir haben Kinder, aber wir entwickeln uns dann auch in diese und jene Jobs. Und dann nach 15 Jahren ist der Mann genau da, der Vater genau da, wo er sein will. Und die Mutter ist in irgendwie einer Teilzeitarbeit irgendwo im mittleren Maximalmanagement. Und das ist etwas, wo natürlich auch Partnerschaften auseinanderbrechen. Mhm. Ja. Also ich bin da voll bei Ihnen. Mhm. Bitteschön. Ei. Momentan, ich habe ein Kind, eins und eins zwei Jahre alt, also das, was Sie mit Corona und Backlash erzählt haben und so, also alles da und jetzt auch Vollzeit erwerbstätig wieder, weil zweimal Teilzeit voraus und nicht wegen des Arbeitgebers meines Freundes. Ja. Also, voll bei Ihnen. Ich hätte zwei Aspekte, die ich gerne in die Diskussion reinbringen möchte. Einmal, die Frage, Sie haben jetzt von Teilzeit und 33 Stunden Woche geredet. Braucht es wirklich eine kurze Vollzeit für alle, um eben auch der Care-Arbeit, also um die Nachdenken öffentlich über den Arbeitsbegriff einfach wieder. Ne? Ich habe es ja gerade gesagt, ich meine, ehrenamtlich für die Demokratie irgendwie aktiv, ja, dafür brauchen wir Zeit. Wir brauchen Zeit für die Erwerbsarbeit, Zeit für die Care-Arbeit, ja, und auch irgendwo noch Zeit für die Selbstsorge, damit man irgendwie selber nicht so ganz verkümmert. Genau, und da wäre eben die Frage Teilzeit oder kurze Vollzeit für alle und machen dadurch auch Care-Arbeit wieder anders sichtbar. Ich muss daran denken, jetzt mit dem Infektionsschutzgesetz, wo in der Aufregung Homeoffice zumutbar war für die Kinder, als zumutbar für da haben die Unternehmen dann da gesessen und hatten nicht die Möglichkeit, die Kurzarbeit zu gehen, das entsprechend anzukommen. Ja. Ne? Und dieses überhaupt nicht diese Bedürfnisse sehen, also dass wir das mehr sichtbar machen müssen. Und die zweite Sache, Sie haben vorhin gesagt, wir müssen Allianzen finden. Und ich habe mich auch schon so oft gefragt, woran scheitert das denn immer, dass die Frauen sich nicht miteinander solidarisieren? Ja. Ja? Und wenn man da mal die Geschichte guckt, erste Frauenbewegung, da hat sich die bürgerliche Verordnung der Arbeiterfrau solidarisiert. Oder wenn wir die Bürgerrechtsbewegung in Amerika angucken, ja, müssen wir nicht die Kategorien Klassismus und auch Kapitalismus-Kritik in diese ganze Diskussion öffentlich auch mit reinbringen, damit wir überhaupt unsere Allianzen richtig finden können? Ja, also bei beiden Punkten vollkommen d'accord. Bei dem ersten habe ich mich
vielleicht zu kurz ausgedrückt. Ich finde eigentlich Ihren Ausdruck niedrige Vollzeit auch besser, als wenn man über diese 35-Stunden-Woche redet. Es kommt letztendlich aufs Gleiche raus. Es ist eine höhere, wenn ich sagte, Mütter müssen mit der Arbeitszeit oder sollten mit der Arbeitszeit nach oben gehen, Männer mit der Arbeitszeit runter, wenn man das im Moment rechnet. Wenn ich einfach die durchschnittliche Erwerbstätigkeit von Müttern addiere mit der durchschnittlichen Erwerbstätigkeit von Vätern und das durch zwei Teile, ganz pragmatisch, wie ich ja bin, dann komme ich bei 34 Stunden raus. Aber diese 35-Stunden-Woche, die dazu führt, dass man diese Ganzzeiten für sich selbst extrem wichtig. Wir wissen, die hauptsächlichen Gründe für eine frühe Altersrente oder mit Rentenabzüge sind psychische Belastungen durch die Komprimierung von Arbeit und so weiter. Und es wird noch schlimmer werden, als es jetzt im Moment ist, auf alle Fälle. Demokratiefördergesetz, welches nicht durchgegangen ist in der letzten Koalition. Ganz, ganz wichtig, kleine Sachen, aber dazu brauche ich Zeit, Zeit. Und wir wissen, wie fragil eine Demokratie ist. Das wissen wir. Wir wissen, was wir da tagtäglich zu tun haben. Und das führt dazu, dass wir natürlich einen viel breiteren Arbeitsbegriff brauchen. Dazu schreibe ich gerade mit vielen anderen, soweit auch zu Koalitionen, der die bezahlte und die unbezahlte Arbeit nochmal in eine ganz andere Dimensionierung zueinander bringt, was natürlich dann auch eine Kapitalismuskritik selbstverständlich ist, weil das, was man politisch entschieden hat während der Pandemie, dass man beispielsweise die ganzen Unternehmen laufen lässt, ohne Maskenpflicht, oft ohne Impfpflicht, ja, während Schulen ganz anders behandelt wurden, selbst Kindertagesstätten ganz anders, war ja eine klare Priorisierung von kapitalistischen Strukturen im Gegensatz zu der Pflege von Gemeinschaft, Zusammenhalt und Solidarität. Und da kann man mir viel über das Klatschen erzählen. Das fand ich auch zynisch. Nicht nur ich. Ja, das stimmt. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Publikum? Das ist erkennbar nicht. Ja, das ist ja mein ganz großes. Ich hatte ja gehofft, das ist ja hat ja nicht geklappt. Aber das kommt jetzt, da bin ich mir sicher. Ich hatte ja ganz arg gehofft, dass das ist ja ein richtig großes Paket, dieses Demokratisierungsfördergesetz, welches dazu führt, es ist ja nichts, was von oben nach unten geht, sondern wo man Mittel in die Hand bekommt, um wirklich in den Stadtteilen und in den Nachbarschaften aktiv zu sein und dafür, dass das auch zu so einer Solidarisierung führt für, sagen wir mal, Menschenrechte. Ich würde da jetzt gar nicht sagen, nur eine Solidarisierung von Frauen, weil vieles von dem, was ich jetzt aus meinen Daten sehe und wo ich gar keinen Grund habe, da große Fragezeichen dahinter zu machen, ist es wirklich so, dass auch Männer ein anderes Leben wollen. Ja, ich fasse das immer ein bisschen schnippig durch etwas, was mein Sohn immer sagt. Er sagt also, ich will doch jetzt nicht da durchbrettern und dann in einem Rentnerbus die Welt erkunden. Ich will jetzt meine 70% der Arbeitszeit arbeiten und dann aber auch jetzt schon reisen können. Ich will doch jetzt nicht durchbrettern und nächtelang im Krankenhaus, der ist Arzt, im Krankenhaus arbeiten, um alle meine Freunde zu verlieren, die ich 26 Jahre gewonnen habe. Welch ein Glück. Ja. Und was der für Schwierigkeiten hatte, sich da tatsächlich durchzusetzen, das ist jetzt, da kann man nicht sagen, naja, das ist jetzt ein Einzelfall, sondern wenn wir die Daten anschauen, dann ist es die Mehrheit dieser Generation und die muss auch mehr Druck machen und auch die verlangen mehr Zeit für Freundschaften, für alles Mögliche für sich. Also insofern, die Chancen stehen gut. Eine Chance auch, das ist, dass aus diesen Frauen, und Frauen sind ja nicht Frauen, ja, also Frauen sind Frauen, aber es ist, die Diversität unter Frauen ist sehr groß und die ist anzuerkennen und ist auch wichtig, dass wir die haben. Aber richtige, also hin zu einem besseren Leben oder zu guter Arbeit und zu Arbeit, die wieder breit gedacht ist, das kriegen wir nur zusammen. Da stimme ich Ihnen zu. Zahlen, Statistiken, viel Persönliches und eine messerscharfe Analyse. Herzlichen Dank, Jutta Almendinger. Danke, Frau Engel.
Mondlandung. Vielen herzlichen Dank. Also es ist mir noch nie passiert, das sage ich jetzt wirklich nicht. Also das ist wirklich vom Herzen her gesagt und auch vom Verstand. Ich habe noch nie so eine gute Moderatorin gehabt wie Sie. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich wurde nämlich im Zug ständig gefragt, was ich schreibe und warum ich so altmodisch noch in meine Platten schreibe. Und das fand ich jetzt richtig toll, das überhaupt jetzt zu brauchen. Toll. Prima. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Vielen Dank für das Kompliment. Und eine gute Nacht, wo immer Sie sind. Ich danke auch.